So, ein wunderschön willkommen zurück zu meinem kleinen Tutorial. Und zwar geht es heute darum, unsere Mindtest-Version, die wir ja in der vorigen Folge installiert haben, Leben einzuhauchen. Und das geht am einfachsten, indem wir Mindtest tatsächlich erstmal starten. Und zwar, und jetzt kommt mir schon der erste Haken, nicht einfach so. Ne? Der einfachste Weg, wenn ihr Mindtest installiert habt, wäre ja zu sagen, okay, Mindtest. Dann habt ihr Mindtest. Easy. Das wollen wir natürlich nicht, weil das, wenn ihr Mindtest so startet, könnt ihr machen. Ja, aber nein, macht ihr nicht. Das hier ist nämlich eine, ja, das ist ja quasi die Umgebung, die ihr zum normalen Spielen nutzen wollt. Und es ist einfach taktisch sinnvoller, die Serverumgebung eine komplett eigene Umgebung zu geben, damit diese halt eigenständig ist. Das macht ihr wie folgt. Und jetzt kommt auch der erste Punkt, wo ich persönlich sagen muss, ihr habt es mit Linux tatsächlich einfacher. Das, was ich jetzt mache, geht auch unter Windows. Ist aber unter Windows ein bisschen schwieriger und nicht so ganz klar getrennt. Unter Linux kann ich jetzt sagen, okay, das Ganze ist super strikt getrennt. Und zwar, wie funktioniert Mindtest? Wenn ihr Mindtest ganz normal installiert habt, beziehungsweise mittels cmake. Kompiliert habt, also ohne dem One in Place, sondern ganz normal mit cmake Leerzeichen Punkt und dann make Punkt, nee, make braucht ihr gar nichts angeben, sondern einfach nur make, beziehungsweise Strich J4, dann speichert Mindtest alle Dateien unter euren Home-Verzeichnis. Das heißt also Home und dann euer Benutzername. In meinem Fall also Knoppix. Können wir ein bisschen größer machen hier. So, in dem Ordner werden alle Dateien gespeichert, die mit Mindtest zu tun haben. Und zwar in einem Unterordner, der heißt Mindtest. So, können wir mal ganz kurz aufrufen. Home Canopix Mindtest. So, das hier ist der Ordner, in dem Mindtest standardmäßig alle Dateien, die ihr als Benutzer quasi braucht, also ja, speichert. Hat also eure Konfigurationsdatei, eure Welten, ja, merkt euch bitte nicht über die Namen, das sind alles nur Testwelten, eure Texture Packs, eure Mods, eure Spiele, ne, mein Klon und eure Daten für Klienten, also mit welchen Servern ihr euch verbunden habt, deren IPs und alles mögliche. Und natürlich eure wunderschöne Debug-Datei, wo alles drin steht, was ihr jemals gemacht habt. Die NSA kann darauf zugreifen. Ja. Ja. Okay. Ja. Wir wollen aber für den Server eine komplett eigene Umgebung machen. Ja, wie geht das jetzt? Also, Linux ist ein bisschen sehr cool. Und zwar, euer Home-Verzeichnis ist gar nicht zwingend euer Home-Verzeichnis. Sondern ihr könnt dieses Home-Verzeichnis umbiegen. Das geht super duper easy. Und zwar machen wir jetzt zum Test. Sagen wir, ihr wollt alle Einstellungen hier drin haben. Ne? Ihr erstellt also irgendwo einen komplett leeren Ordner, ne, der nur für euren Server gedacht ist. Alles, was mit dem Server zu tun hat, kommt dann in diesen Ordner rein. Dann macht es jetzt wie folgt. Ihr erstellt in diesem neuen, wunderschönen, leeren, super cleanen Ordner ein Ordner, der dann wieder heißt Punkt Mindtest. Aha. Und dieser Ordner, der wird jetzt wichtig. Und zwar ist dieser Ordner ja im Ordner, jetzt in meinem Fall temp.bbbb. Kann, wie gesagt, auch alles andere sein. Ihr könnt es ja, wie gesagt, auch speichern. Ihr könnt es quasi sogar im Home-Verzeichnis speichern. Wo ihr es macht, ist scheißegal. Wichtig ist, dass wenn ihr einen neuen Ordner anlegt, dann müsst ihr in dem Ordner einen Punkt Mindtest-Ordner anlegen und den Ordner selber, den Pfad müsst ihr einmal kopieren
Und jetzt könnt ihr sagen, ihr hängt vor eurem Mindtest, also ne, ihr schaltet ja Mindtest hier mit Mindtest, ne, das ist eure Mindtest-Installation, wunderbar. Und davor sagt ihr jetzt, okay, er soll nicht unser euer Home-Verzeichnis benutzen, sondern ihr wollt Home umbiegen. Und das geht mittels ist gleich und dann eurem Pfad. Also in meinem Fall temp.bbb. Bam. Jetzt nutzt nämlich mein Test den Ordner hier als Einstellungsordner. Benutzt natürlich innerhalb des Ordners euren .mindtest-Ordner, kennt ihr auch aus dem Home-Verzeichnis, ne? Das hier ist euer Home-Ordner und darin ist der Ordner .mindtest. Genau das gleiche jetzt hier. Bam. Und jetzt seht ihr schon, sobald ihr mindtest startet, habt ihr neue Dateien, ne? Und mindtest ist auch, wie ihr jetzt seht, komplett im Vanilla. Alle Einstellungen zurückgesetzt, weil ihr habt hier eine neue Umgebung. Und jetzt könnt ihr hingehen und sagen, okay, ihr könnt die ganzen Sachen einstellen. La la la. Bisschen größer machen, so. Beenden. Und alle Einstellungen sind hier drin gespeichert. Und wenn ihr jetzt den Server nochmal startet, ist wieder alles so, wie ihr es verlassen habt. Ohne, dass eure klassische Mindtest-Installation davon betroffen ist. Das ist eure normale Umgebung. Und mit dem Home davor habt ihr eure Testumgebung. Wunderbar. Das ist schon mal der erste Schritt zum Erfolg. Das gleiche mache ich nämlich auch bei meinen Dingern. Wenn ich hier, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, ne, bitte nicht hier, beziehungsweise, warte mal ganz kurz, ich mache das Ganze mal ein bisschen anders, so. Siehst du, bei mir hat jeder Server, den ich anlege auf meinem Laptop, hat ein komplett eigenes Home-Verzeichnis. Heißt also, jeder Server läuft in einer komplett eigenen, isolierten Umgebung. So. Das ist halt wunderschön. So hat man Ordnung. Ja? So, das heißt, wir haben jetzt quasi genau das Gleiche. Wir haben jetzt hier unsere Ordnerstruktur. Mit Mindtest. Und innerhalb dieser Umgebung können wir jetzt das machen, was wir wollen. Und zwar erstellen wir eine neue Welt. Easy. So. Diese Welt soll den super kreativen Namen haben. Let's Play. Booyah. So. Jetzt habt ihr eine neue Welt. Diese Welt soll dann später unser Server sein. Fun Fact, wenn ihr euch hier verschrieben habt, hier umbenennt geht nicht. Aber ihr könnt mein Test schließen, in euer Weltenordner reingehen und den Ordner hier umbenennen. Angenommen, wir wollen jetzt hier nicht mehr Let's Play nehmen, sondern einfach, ja, zum Beispiel hier, ne, Let's Play Server. Dann wird er hier auch als Let's Play Server angezeigt. We are America! Warum die hier direkt im Mindtest keinen Umbenennungsbutton haben, ich weiß es nicht, weil es ist halt technisch gesehen ultra einfach. Aber okay, lassen wir das. Kann sein, dass es da irgendwelche Gründe gibt, mit dass sie dann die Ordnerstruktur aktualisieren müssen. Also aus ihrer eigenen Sicht, egal. Auf jeden Fall, wenn ihr eure Welt umbenennen wollt, benennt einfach euren Ordner um und startet dann Mindtest neu. Dann habt ihr den neuen Ordner. Den neuen Namen. So, das ist jetzt unsere Welt, so wie sie uns gefällt. In Klammern. Nicht, weil diese Welt ist trüst und leer und man hat gar nichts. Einfach nur Mindtest in der ja, komplett Vanilla Edition. Ich meine, die Leute, die es so mögen, okay, aber für Server sollte man immer noch ein bisschen was hinzufügen. Zum Beispiel sowas wie Protection, dass wenn mehrere Spieler spielen und ich hier Block abbaue, ne, und dann kommt der nächste Spieler und sagt, nee, geht scheiße aus, kommt wieder hin, Hurensohn. Und ich sage, nein, würde ich nicht. Arschloch. Und dann er, doch, aber das sieht so scheiße aus. Huh. Und dann ich so, nein, aber. Okay, gut, jetzt genug gelabert. Nee, auf jeden Fall wichtig ist jetzt quasi, diese Welt ist trost und leer. Und jetzt kommt das, was eins der wichtigsten Sachen ist, worüber man sich Gedanken machen sollte. Wenn man einen Server aufbaut, und zwar
Mods. Deswegen gehen wir jetzt erstmal ins Internet, in die großen, weiten Welt des Internets. Am besten, bester Startpunkt ist immer das Forum. Also hier, ne, forum.mytest.net. Und da gibt es jetzt hier ein, ja, Unterkategorie Mods. So, da können wir jetzt mal reingucken in den Mods, die bereits released wurden. Und den Mods, an denen gerade derzeit gearbeitet wird. So, und zwar, ihr könnt natürlich auch manuell hier nachsuchen, ne? Also ihr könnt auch einfach hier was eingeben. Zum Beispiel wollen wir, dass Spieler ihre Bereiche schützen können. Dafür gibt es eine Mod, die heißt Area. Bam. Hallo liebes Internet. Danke. Tada. Mods Advanced Area Protection Areas. Ihr könnt natürlich auch alles per Google machen, das geht in der Regel auch. Also wenn ihr jetzt hier Google habt, da könnt ihr auch einfach sagen Mytest Mod Area. Und dann habt ihr direkt in den meisten Fällen habt ihr hier direkt sowas hier, Mytest Forum, habt ihr direkt den Link, den ihr braucht. Bam. So, jetzt folgendes. In der Regel habt ihr hier wieder die Scheiße, die wir vorhin kennengelernt haben, also im ersten Video. Entweder könnt ihr direkt auf GitHub gehen, ne? Oder aber ihr könnt es als Archiv runterladen mit master. Diesmal zip, nicht tgz, ist also das Windows-Format, sage ich jetzt mal. Bei Mods macht es tatsächlich das hier oben keinen Sinn. Da solltet ihr immer das hier benutzen. Deswegen einfach hier auf den Link raufklicken, Download, dann habt ihr hier so ein Archiv. Dieses Archiv könnt ihr jetzt in eurer Welt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Mods zu installieren. Wir behandeln jetzt hier die, ich sag jetzt mal, einfachste Variante. Das heißt, ihr geht in euren Weltordner und erstellt einen Ordner namens WorldsMods. Bam. Und jetzt kommt alle Mods, die ihr hier reinpackt. Also wir ziehen jetzt die Datei von hier in den WorldsMod-Ordner hier rein. Und jetzt sagen wir, Rechtsklick, hier entpacken. Bumm. Das ist quasi genau das gleiche, was wir vorhin gemacht haben, mit diesem tar, xf und den Dateiname eingeben. Haben wir hier jetzt quasi Rechtsklick, entpacken. Ist genau das gleiche. So, die ZIP-Datei brauchen wir natürlich nicht mehr. Kann also weg. Und hier wieder wichtig, umbenennen. Das Master hinten muss immer weg. So, jetzt habt ihr eure erste Mod installiert. Können wir gleich mal testen, indem wir wieder hier unsere Server starten und dann einfach mal gucken. Und wie ihr sehen könnt, gibt's Pause? Nein, gibt's nicht. Okay, so. So, jetzt perfekt. So, wie ihr sehen könnt, unten Areas. Yay, die Areas-Mod hat funktioniert. Woo! Wunderbar. So, das ist die eine Möglichkeit. Alternativ könnt ihr es natürlich auch anders machen. Und zwar legt ihr die Mod nicht in Areas, hier nicht im World-Ordner ab, sondern erstellt für die Mods einen separaten Ordner. Das ist quasi der klassische Weg. Habt ihr hier Mods und darin habt ihr dann quasi den Areas-Ordner. Heißt also, ihr habt einmal euren Weltenordner und einmal den Ordner für Mods. Der Vorteil an dieser Variante ist, ihr könnt die Mods jetzt für alle Welten benutzen, weil der Worlds-Mod-Ordner, der gilt ja nur für jeweils eine Welt. Wenn ihr es so wie ich gemacht habt und für jeden Server eine komplett eigene Umgebung gemacht habt, könnt ihr das quasi auch einfach machen. Wenn ihr aber quasi eine Umgebung habt für alle Server, dann wäre es das sinnvoller, das halt als einen Ordner anzulegen, wo dann alle drauf zugreifen können. Wenn ihr das aber so macht, dann seht ihr, wenn ihr jetzt ein Spiel startet, dann wird diese Mod standardmäßig nicht aktiviert, sondern ihr müsst diese Mod dann manuell über Konfigurieren hier oben auswählen. Bam. Da oben aktivieren.
Und erst jetzt ist sie dann aktiviert. Das ist quasi so der Vor- und Nachteil. Heißt also, zusammengefasst kann man sagen, wenn man das in den Mods-Ordner packt, in den obergeordneten Ordner quasi, dann können alle Welten darauf zugreifen, aber ihr müsst die Mod pro Welt manuell aktivieren. Wenn ihr das im Weltenordner ablegt und hier wie gesagt als Worlds Mod Ordner oder World Mods Ordner ablegt, dann habt ihr diese Mod nur für diese eine Welt, sie ist aber immer aktiviert. Außer es tritt ein Fehler auf. So, jetzt haben wir quasi unsere erste Mod. Das heißt also, unser Server ist jetzt geschützt. Oder besser gesagt, die Spieler können ihre Bereiche schützen. Das heißt, es kann nur noch derjenige bauen, der den Bereich geschützt hat. Der Einzige, der noch alles verändern darf, ist der Administrator. Jetzt gehen wir also weiter. Wir sagen, okay, wir wollen ein komplett neues Lebensgefühl haben. Wir wollen die Welt verändern. Und das geht am ganz einfachsten, indem ihr eine wunderschöne, super geniale Mod hinzufügt, die heißt Etherwheel. Ja, wer kennt sie? Ja, ich habe auch einen Server, der heißt so. ja, das ist diese wunderschöne Mod, die diese ganzen Kirschbäume zufügt bei mir, die ganzen bunten, dieses ganze grafische Dunst. So. Ja, es kann ab und zu sein, wenn ihr hier raufklickt auf den Link, dass ihr irgendwo rauskommt. Seht ihr immer hier oben, ihr seid bereits auf der 5. Seite. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Dann klickt einfach hier auf die 1. Bam. Jetzt seid ihr auf der Hauptseite. Und da dann wieder einfach sagen, Download. Diese Internet. So. Jetzt wieder das gleiche, ihr geht in den Mods-Ordner rein, einmal hier reinschieben, einmal sagen entpacken. In dem Fall ist es sogar ohne Master, ganz cool. Und jetzt habt ihr hier wie gesagt eure Mod, jetzt geht ihr wieder in eure MyTest rein, konfigurieren, aktivieren. Ihr könnt das hier oben machen mit dem Häkchen. Oder wenn ihr hier Doppelklick drauf macht. Easy. So. Speichern. Und testen, ob das Ganze funktioniert. Jetzt kommt schon das erste Problem. Es ist ja alles genauso wie davor. Ja, ist es, weil ihr habt ja die Welt bereits gestartet. Das heißt also, die Orte, die es bereits gibt, sind natürlich schon so, wie sie sind. Da wird nichts mehr geändert. Aber wenn ihr jetzt in neue Bereiche geht, wir geben uns mal ganz kurz alle Privilegien. Grand, Singleplayer, All. So, jetzt kann man nämlich mal ein bisschen rennen hier. Tada. Bei neuen Bereichen habt ihr jetzt halt auch die neue Mod mit den ganz großen neuen Bäumen und den ganz vielen schicken Biomen. So wie man es kennt von Etherwheel. So, und jetzt wollt ihr aber sagen, okay, ich möchte noch mehr Mods haben. 2 Mods, das ist viel zu wenig. Deswegen gucken wir jetzt noch mal ein bisschen rum. Ich kann euch einfach mal auch meinen Mod-Ordner zeigen von meinen Welten. Da können wir mal ein bisschen so rumschnuckern. So, wir gehen einfach mal hier in meinen MyTest. Seht ihr, hier hat jeder Server, ne? Jeder Server bei mir hat eine komplett eigene MyTest-Umgebung. Ich habe derzeit 6 Hauptserver laufen. Ne, okay, also 5 Hauptserver. Das hier ist ja eher so ein, ne, das ist ja diese, mein Trash-Server quasi. Das hier sind meine 4 Hauptserver, mein Klon und dann die anderen 4. Und jeder hat einen kompletten Punkt MyTest-Ordner und darin seine Umgebung. Easy. Hier haben wir den Mods-Ordner. Und hier die Mods, die wir benutzen auf dem Server. Die Mods interessieren uns aber nicht, weil das sind wie gesagt die Mods für mein Klon. Wir gehen mal in meine MyTest-Server rein. Das ist hier der Zweier. Bam. Mods. So, das sind alle Mods, die ich installiert habe.
Da können wir mal ganz kurz durchgehen. 3D-Armor macht Sinn. Das heißt, holen wir es einfach mal. Mindtest Mod 3D-Armor. Bam. Wieder den Link hier anklicken vom Mindtest-Forum. Erste Seite sind wir bereits. Und dann einmal sagen Download für Mindtest Version 5. Ihr könnt natürlich auch für die ältere Version benutzen hier. Andersrum. Das ist jetzt für die ältere Version. Ja, ist ein bisschen verwirrend. Also, das hier ist nicht die Version von Mindtest, sondern das ist die Version von der Mod für Mindtest Version 5.00. Und hier für Mindtest Version 0.416 zum Beispiel habt ihr dann hier die Version 4.12. Ist ein bisschen verwirrend. Ich hätte das hier genauso gemacht wie hier. Heißt also, ups, nicht downloaden. Wo bin ich? Bitte hochscrollen, dankeschön. Ich hätte es quasi gemacht, dass hier die Version in HL halt auch Version 5 heißt. Kann man machen, wie man will. Also downloaden. Haben wir hier wieder MyTest. Wieder das gleiche wie E und J. Einmal reinziehen. Einmal entpacken. Einmal das Original löschen. Einmal umbenennen. Hier könnt ihr jetzt tatsächlich quasi alles wegklauen. Wir benennen das Ding einfach mal um als 3D-Armor komplett. So. Wichtig ist, wenn ihr Dateien umbenennt. Die Dateien dürfen keine Bindestriche beinhalten. Das ist illegal. Laut MyTest. Deswegen müsst ihr auch, wenn ihr Master dran steht, das Strich Master entfernen. Ihr könnt natürlich auch alles andere schreiben. Ihr könnt natürlich, wenn hier steht Strich Master, könnt ihr natürlich auch aus dem Bindestrich einen Unterstrich machen. Wenn ihr dieses Master dran haben wollt, okay, macht es meinetwegen. Ich persönlich sage für mich immer, nee, das Master brauche ich nicht. Ich benenne die Mod einfach so, wie sie ist. Aber hier zum Beispiel bei dem jetzt hier, habt ihr jetzt hier Mindtest Strich 3D Armor Strich Version Strich. Ne? Das ist also komplett illegal. Da müsstet ihr jetzt, wenn ihr das wirklich so behalten wolltet, dann müsstet ihr jetzt aus den ganzen Strichen Unterstriche machen. Bam. So geht das. Aber wie gesagt, wir wollten ein bisschen cleaner haben, ne? Also machen wir alles weg. So. Wunderschön. Jetzt wieder konfigurieren und sagen. Ich wollte gerade jetzt das Map Pack sagen. Nein, also Mod Pack aktivieren. Damit werden alle Sachen automatisch aktiviert. Ihr könnt natürlich auch alles manuell aktivieren, ne? Wie ihr es geliebt. Aber wenn ihr sowieso alles aktiviert, könnt ihr auch einfach hier oben rauf gehen und sagen, alles mit einmal aktivieren bzw. deaktivieren. So. Jetzt haben wir auch noch 3D-Armor. Bam. Können wir mal ganz kurz gucken. Ich glaube, man sieht das nicht. Doch, hier, Armor. Hat funktioniert. Sehr schön. So, jetzt sehen wir hier schon das nächste. Aha. Nee, dieses Menü, das sieht ultra scheiße aus. Wir wollen lieber das nehmen, was ich auch auf meinen Servern benutze. Dazu müsst ihr jetzt gehen, MyTest, Mods, Unify, Inventory. Oh, ja, okay. Tada, MyTest Forum, Unified Inventory. Das Ding, das es schafft, die Herzen der Menschen zu erwärmen. So, hier macht es wieder ganz easy, einfach wieder Download, wo auch immer das ist, hier ganz oben. Bam. Dann wieder rüberziehen. Hier entpacken. Löschen. Umbenennen. Und einfügen. Achso, meinte es vorher natürlich beenden, ganz klar. Bam. Achso, hätte ich einfach hier direkt machen können. So. Fertig. Easy. So, damit haben wir jetzt quasi unsere Welt soweit. Wir könnten jetzt noch 10.000 andere Sachen installieren, wollen wir aber nicht. So, und jetzt haben wir hier schon tatsächlich die erste Fehlermeldung. Async Error, Server Thread, One, Lua, bla 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 bla. Wichtig ist das, was hier steht.
Did. Ach ja. Ja, okay. Das war jetzt mein Fehler. Mein Test ist ja, wie ich bereits schon gesagt hatte, bei mir noch die 0417er Version, ne? Das heißt also, ich spiele mit einer älteren Mindtest-Version als ihr. Von daher ist der Fehler jetzt völlig normal bei mir. Bitte nicht. Bei euch dürfte der Fehler nicht kommen. Bei euch müsste das denn so hier aussehen. Tada! Und alles funktioniert. Hoffentlich. Yay! Bam! Easy! So, dann habt ihr jetzt wieder hier euer schönes Inventar, euer schönes, ne, Unified Inventory, kennt ihr ja, mit Rüstung. Können wir mal gucken, ob es Armor gibt. Also ist ja hier oben gleich. Tada, alles wunderbar. So, damit wäre jetzt die Welt also an sich schon mal fertig. Und alles läuft so, wie es sein soll. Das heißt, wir haben jetzt soweit schon mal die Mods installiert. Das Ganze funktioniert als lokale Welt. Und damit wäre dann der nächste Schritt, ja zu sagen, okay, die lokale Welt ist wunderschön. Jetzt möchte ich das Ganze online haben. Das ist ja quasi das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht lokal spielen, sondern wir wollen das ja als Server haben. Ihr könnt natürlich auch lokal spielen, klar, kein Problem. Funktioniert ja wunderbar. Aber wie gesagt, dieses Tutorial geht darum, dass man das Ganze hier noch als Server konfiguriert. Das, wie gesagt, in der nächsten Folge. Da werde ich dann zeigen, was man alles ändern muss oder ändern sollte, damit das Ganze als Server lauffähig ist. Ja, von daher würde ich mal sagen, ist die Folge jetzt auch schon zu Ende und wir sehen uns dann morgen zur Konfigurationsepisode. Ciao mit V.